Der neue Skoda Enyaq zählt zu den beliebtesten Elektrofahrzeugen, die derzeit auf den Markt gekommen sind. Und er ist allerdings sehr schwer zu bekommen, wenn man das mal so nachrecherchiert, denn die Lieferzeiten sind sehr, sehr hoch. Die Produktionskapazitäten sind am Limit oder sogar schon darüber. Nichtsdestotrotz hält es mich nicht davon ab, euch den Wagen einmal genauer vorzustellen heute, denn er soll der perfekte Alleskönner sein. Er soll sowohl Geschäftswagen als auch Familienwagen sein und das alles miteinander bestens verquicken. Und das wollen wir natürlich heute herausfinden. Aber wir wollen natürlich genauso wissen, wie effizient arbeitet denn dieser Antriebsstrang bei winterlichen Verhältnissen. Wir haben kühle Temperaturen, wir haben es sehr stürmisch heute und deswegen nehme ich euch heute auf die Verbrauchsfahrt mit. Die Verbrauchsfahrt sieht vor 50% Überland, 40% Autobahn mit VMAX 130 und 10% Stadtverkehr. Und während der Fahrt werde ich euch alle Infos rund um den Skoda Enyaq geben und auch meine Eindrücke schildern im Vergleich zum VW ID.4, den ich privat 4 Monate als Familienauto genutzt habe. Und da wollen wir doch mal herausfinden, so ein bisschen, wo sind denn eigentlich die Unterschiede? Gibt es denn überhaupt Unterschiede? Wenn euch das Ganze jetzt interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr dranbleibt. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, dem Kanal ein Abo, falls nicht schon geschehen. Und vor allem schreibt mir unten in die Kommentarbox eure Meinung zum Skoda Enyaq. Und jetzt würde ich sagen, ich steige ein, ihr kommt mit und wir fahren los. Tell a man no trouble, I don't want beef, man, I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online, one rule, then dead, I'm on site. Wrong move, I bet they gon' ride, no need for the telephone hype. Nah, no need for the snoozing, big whip outside, I'm cruising. Big stick inside, no losing, better watch out for the snake and Judases. Don't ask them who this is, I bet they know what I'm moving in. I bet I show it into a dim, how you hate and then lose again? How you hating my vibes? Why you wasting my time? Getting hype on my line. Tell a man I don't want feedback, I just want relax. Brand new whip, two-tone, I need that brand new hit. You know, like lean back, brand new bits. I live in Weepak, man, you never gonna like us. Get them on sight now, let them on light. That way they know I'm all righteous. Look at my life, I'm living all right. I'm nice, you know I'm all right. Looking like Christ, no need for the hype or fight or telephone vipers. No need for the telephone vipers. No need for the liars. I don't watch your moves or priors. I got much to do. I'm biased. Big bosses move in silence. Watch it. No need for the liars. I don't watch your moves or priors. I got much to do. I'm biased. Big bosses move. Bereits optisch macht der Skoda Enyaq eine richtig gute Figur, wirkt sehr dominant, sehr präsent, auch stämmig in seiner Designsprache. Die Frontmaske mit dem angedeuteten Kühlergrill, ja, die sorgt schon wirklich für ein Überholprestige im Innenspiegel des Vordermannes. Auch die Voll-LED-Scheinwerfer sind serienmäßig, Matrix-Funktionen gibt es gegen Aufpreis und sollte sich auch jeder in meinen Augen einmal gönnen. Wenn man den Wagen dann so optisch noch weiter betrachtet, dann würde man nicht glauben, dass der Wagen nur 4,65 Meter lang ist oder aber 1,88 Meter ohne Außenspiegel breit. Auch die Höhe von 1,62 Meter ist nicht sonderlich hoch. Das wirkt schon, ist eher Mittelklasse, aber wirkt deutlich massiger als etwa der Skoda Kodiaq, den man noch im Programm hat. Der wirkt dagegen so ein bisschen schmalbrünstig, wenn man ihn so ein bisschen vor allem von hinten betrachtet, wie ich finde. Da hat der Enyaq ein präsenteres Auftreten. Hinter der elektrisch öffnenden Heckklappe verbirgt sich dann ein gut nutzbarer Kofferraum. Wir haben zwar eine sehr hohe Ladekante, ist das aber auch überwunden, dann passt da Kindersitz, Reisegepäck, alles wunderbar hinein. Wir haben auch ein schönes Laderaumrollo. Die Rücksitzlehne ist im Verhältnis 1/3, 2/3 umlegbar, fernentriegelt. Und leider entsteht aber kein ebener Laderaumboden, sondern so eine leicht eben ansteigende, nach vorne hin ansteigende Ladefläche. Ist ein bisschen schade, genauso wie dass es eben hier kein Frunk gibt, also unter der Fronthaube eine Ablagemöglichkeit für Kabel oder ähnliches. Das ist dann im doppelten Laderaumboden untergebracht. Ist vielleicht nicht so ideal, wenn man dann da Reisegepäck drauf hat und dann ein Kabel rauskramen müsste.
Auf der Rücksitzbank dann geht es wie in allen Skoda-Modellen sehr luftig zu. Wir haben genügend Kniefreiheit, wir haben genügend Kopffreiheit, auch Bewegungsfreiheit. Es gibt dann auch viele Simple-Clever-Lösungen, die für Familien insbesondere interessant sind, wie etwa Sonnenschutzrollos. Wir haben eine Armauflage, in der wir dann eine Tablet-Halterung positionieren können oder an der vorderen Kopfstütze des Sitzes, sowie diverse Ablagemöglichkeiten. Wir haben eine 3-Zonen-Klimaautomatik verbaut, 2 USB-C-Anschlüsse und eine 230-Volt-Steckdose, die aber dann optional erhältlich sind. Dennoch gibt es hier alles, was das Herz begehrt und sogar noch mehr, denn es gäbe hier noch ein Schlafpaket, was man noch ordern kann mit so ausklappbaren Hörnchen an den Kopfstützen sowie ein paar Decken dazu. Das macht schon dann nochmal einen angenehmeren Eindruck, wenn man da mit der Familie auf Reisen geht. Kindersitze kann man ebenfalls gut unterbringen. Der Türausschnitt ist groß, die Isofix-Verankerungen sind leicht zugänglich hinter einer Klappe und auf dem Beifahrersitz gibt es noch eine dritte Isofix-Möglichkeit. Also könnt ihr bis zu 3 Kindersitze hier im Fahrzeug mit Isofix gut unterbringen. Auf den Vordersitzen dann freuen sich Fahrer und Beifahrer über sportlich ausgeformte Sitze mit gutem Seitenhalt. Bequem sind sie zudem auch noch. Es gibt auch optional noch AGR-Sitze, also Aktion gesunder Rücken, orthopädische Sitze. In unserem Fall haben wir hier die Lederausstattung nach Selection Suite mit schwarzem Leder und braunen Ziernähten. Das macht einen guten Eindruck, wirkt auch haptisch sehr gut. Insgesamt auch die Materialien hier im Innenraum sehr fein und deutlich wertiger als etwa im VW ID.4. Nicht so gut allerdings wie im ID.4 ist die Bewegungsfreiheit für die Beine. Gerade bei mir, ich stoße oftmals mit meinem Knie hier an die Mittelkonsole und an diese Schalterleiste, die unter den Lüftungsdüsen untergebracht ist. Das stört mich ja doch durchaus. Man fühlt sich hier ein bisschen enger einfach im vorderen Bereich als im ID.4, der hier deutlich luftiger ist und auch wirkt. Beim Blick über den Armaturenträger fällt natürlich ein Element besonders auf und das ist der riesige Mediabildschirm, den wir hier haben vom Discover Pro System. Der hat 13 Zoll Größe und das übertrifft den VW ID.4 auch nochmal, denn den gibt es nur maximal mit 12 Zoll. Und sehr schön finde ich auch zudem das kleine Kombi-Instrumenten-Display, was sich hier wunderbar in den Armaturenträger integriert wurde und nicht einfach so ein bisschen fehl am Platz oder nachträglich aufgesetzt wirkt wie im ID.4 etwa. Dennoch muss ich sagen, der 13 Zoll Mediabildschirm kann einen doch sehr erschlagen. In seiner Bedienbarkeit ist er genauso gut wie das Volkswagen-System, denn es ist immer noch natürlich das gleiche Infotainment-System, was sich dahinter verbirgt. Man hat da eben nur eine andere Oberfläche hingelegt, Touch-Bedienung, auch Slider-Bedienung, auch unbeleuchtet hier wie bei den anderen neuen Skoda-Modellen. Das finde ich immer noch sehr schade und ist einfach wenig praktikabel an sich. Dafür gibt es aber Android Auto oder Apple CarPlay, sogar Wireless. Wir haben auch eine induktive Ladeschale hier für Smartphone oder noch 2 USB-C-Anschlüsse. Das Reisen hier ist dementsprechend angenehm, auch weil die Übersicht hier sehr gut ist im Enyaq. Wer noch ein bisschen mehr Licht in den Innenraum haben will, der kann sogar noch optional ein Glaspanoramadach ordern. Beim Fahren dann natürlich die große Frage, gibt es überhaupt da einen Unterschied zwischen ID.4 und Enyaq? Hier kann ich ganz klar sagen, nein. Es sei denn, und das ist eher der wesentlichere Unterschied, den man geben sollte, es gibt eben das Standardfahrwerk, was sehr, sehr straff abgestimmt ist und jetzt vielleicht nicht jedem so zusagt, wie ich sagen muss, denn das hatte ich im ID.4. Jetzt hier die Dynamic Chassis Control, das heißt die adaptiven Dämpfer sind in meinen Augen wirklich jeden Cent wert und sollte man auf alle Fälle sich gönnen. Denn dieses adaptive Anfedern sorgt wirklich für mehr Komfort, auch wenn man dann nochmal größere Räder montiert, etwa als eben die hier verbauten 19 Zoll Winterräder. Insgesamt macht der
Enyaq eine sehr gute Figur auf der Straße. Er liegt sehr satt durch den tiefen Schwerpunkt der schweren Batterie. Und wir haben auch eine angenehme Rückmeldung durch die Lenkung, die sehr leichtgängig ist. Das Fahrzeug ist insgesamt eher so ein Komfortvertreter, wiegt auch mit über 2,1 Tonnen wirklich viel. Dadurch muss natürlich die Elektromaschine, die an der Hinterachse sitzt und auch jene antreibt, durchaus ein bisschen powern. 150 kW stehen ihr zur Verfügung sowie 310 Newtonmeter maximales Drehmoment, was völlig ausreicht, um die Fuhre hier in 8,7 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 zu beschleunigen. Das ist auch recht druckvoll, weil natürlich das Drehmoment sofort ab erster Umdrehung quasi anliegt. 160 Stundenkilometer ist die elektronisch begrenzte Höchstgeschwindigkeit, die wird auch schnell und zuverlässig erreicht. Sehr gut auch die Geräuschdämmung vom Antrieb. Man hört hier kaum Elektromotor jaulen oder so, was man so kennt, dieses U-Bahn, S-Bahn, Trambahn Geräusch so ein bisschen. Das ist hier fast komplett weg. Genauso wie die Windgeräusche durch die Akustikverglasung, die hier verbaut ist, sind die extrem niedrig. Was das Elektropaket hier noch angeht, also das Antriebspaket, sei gesagt, es gibt zwei verschiedene Batterien. Es gibt den IV60 und den IV80. Der IV80 hat eine 77 Kilowattstunden nutzbare Batterie, während der IV60 eine 58 Kilowatt nutzbare Energieversorgung hat. Man kann den IV80 am Schnelllader mit maximal 125 kW wieder aufladen. In ungefähr 35 Minuten haben wir dann auch wieder 80% erreicht, State of Charge. Das funktioniert auch relativ zuverlässig, es sei denn, ihr habt einen kalten Akku. Dann ist die Ladeleistung meist so bei 60 bis vielleicht 80 kW begrenzt. Da müsst ihr dann den Akku schon schön warm fahren, dass auch wirklich die maximale Ladeleistung abgerufen werden kann und auch vor allem recht leer fahren. Denn oberhalb von 25-30% wird dann die Maximalladeleistung nicht mehr abgerufen. Auch gibt es leider kein Temperaturmanagement, so ein richtig gutes hier für die Batterie. Gerade im Kurzstreckenbetrieb merkt man das sehr stark. Der Verbrauch schnellt da extrem in die Höhe, denn sobald man dann bei Temperaturen um den Gefrierpunkt oder unter 10 Grad unterwegs ist, dann wird erst einmal die Batterie geheizt durch das System und dadurch entsteht ein sehr, sehr hoher Verbrauch und die Reichweite wird drastisch reduziert. Aber zum Verbrauch kommen wir jetzt auch gleich im Fazit. Ich war sehr gespannt auf diesen Test mit dem Skoda Enyaq. Warum? Ganz einfach, weil ich eben noch 4 Monate lang einen VW ID.4 privat gefahren bin. Und natürlich wollte ich dann auch herausfinden, wie groß ist denn eigentlich der Unterschied zum Konzernbruder. Und wenn man das sich so anschaut, beide haben ein sehr wuchtiges Auftreten. Designtechnisch finde ich den Enyaq schöner, weil er ein bisschen mehr Designelemente einfach bietet, während der ID.4 da so ein bisschen glatt gelutscht mir daherkommt. Innen ist aber zum Beispiel der Enyaq deutlich enger, vor allem vorne, als es der ID.4 hat, ist. Der ist deutlich luftiger. Wir haben hier das größere Infotainment-System, was einen aber auch ein bisschen erschlagen kann. Also das muss jetzt nicht unbedingt eine Verbesserung sein gegenüber dem Volkswagen. Was aber eine Verbesserung gegenüber dem VW ist, ist das Familiendenken der Tschechen. Wir haben hier eben sowas wie Schlafpakete, Sonnenschutzrollos im Fond, unter anderem oder Tablethalter, die es hier einfach auch gibt. Das ist so beim VW nicht ausgeprägt. Das kann der Skoda deutlich besser, auch mit seinen Simply Clever Detaillösungen. Der Antriebsstrang ist völlig ausreichend, ist eben auch bei beiden gleich. Da gibt es auch keine Unterschiede, wenn man so denkt, wie dass da irgendwas noch abgestimmt wurde, feiner, nein. Aber adaptives Dämpfersystem würde ich euch ganz klar empfehlen. Bei den Elektrofahrzeugen, ich hatte den ID.4 ohne elektronisch geregeltes Fahrwerk und das war schon sehr, sehr straff. Straff sind auch die Preise. 55.740 Euro kostet der Testwagen, so wie er dasteht. Die Basis liegt bei 44.750 Euro als IV80 mit der großen Kilowattbatterie, die ich auch empfehlen würde. Beim Verbrauch 16,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometern ist die angegebene WLTP-Norm. Die schaffte der Enyaq leider nicht,
aufgrund der eher niedrigen Temperaturen. Wir hatten so um die 8 Grad und da hatten wir dann einen Testverbrauch von 22,5 Kilowattstunden. Damit würden wir dann rund 340 Kilometer weit kommen. Aber ich muss dazu auch gleich sagen, das ist auch nur dann möglich, wenn ihr wirklich eine längere Strecke fahrt. Denn wenn ihr euch nur im Kurzstreckenbetrieb so um die 20 Kilometer Distanz bewegt, dann habt ihr ein eher gröberes Problem, wenn ihr nicht den Wagen vorklimatisieren könnt, denn der Verbrauch steigt dann sehr schnell nach oben, weil die Batterie erst einmal stark geheizt werden muss. Und auf dem Kurzstreckenbetrieb habe ich den ID.4 beispielsweise zwischen 30 und 35 Kilowattstunden verbraucht auf meiner täglichen Pendelstrecke. Und dann sinkt eben der Verbrauch oder die Reichweite, Entschuldigung, auf ein Niveau von knapp über 200 Kilometer. Und das tut dann schon ganz schön weh, vor allem wenn man öffentlich laden muss, wozu ich auch zähle. Aber die Frage ist natürlich, kommt man damit klar oder eben nicht? Das dürft ihr mir jetzt unten in die Kommentare schreiben. Schreibt mir alles zum Skoda Enyaq unten in die Kommentarbox und lasst uns jetzt gerne diskutieren. Ich freue mich, dass ihr reingeklickt habt, sage vielen lieben Dank, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss und Servus, euer Ubi.